As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sind mittlerweile in der vierten Folge unseres Durchknudels von Mark of the Ninja. Und wir sind immer noch an der gleichen Position, in die wir uns vorhin erfolgreich reinmanövriert haben. Glanzleistung. Das muss erstmal einer nachmachen wollen. Hier sehe ich nebenbei die ganzen Stromkreise, die sind mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Oh, natürlich. Ja, wie lange willst du dann noch leuchten? So, ich beeile mich hier jetzt ein bisschen. Nein, ich möchte da eigentlich mich rüberschwingen, aber das scheint zu weit zu sein. Also machen wir es eben so. Denn wir wollen uns den Typen holen. Ich hoffe, das ist jetzt nur einer. Da scheint nur einer zu sein. Und gekillt. So, jetzt ist die Frage, wohin mit dem? Und verstecken kann ich ihn offensichtlich nicht. Wie jetzt? Haben wir das denn nicht vorhin erst getestet? Beziehungsweise. War da nicht schon einer dran? Ich bin verwirrt. Wie er guckt. Ja, da oben, da ist nichts. Ja. Näher. Guck, jetzt leuchtet er nicht durch. Und jetzt immer noch nicht. Betrug. Ich rieche Betrug. Was soll das denn, Mensch? So. Musst du kurz mal was beiseite stellen. Für ein wenig Ordnung sorgen. Der ist wieder auf seiner Ausgangsposition. Schleichen wir uns hier mal hoch. Und das wissen wir, dass es funktioniert. Och nee. Den habe ich offenbar übersehen. So, jetzt lass mal sehen. Du bist noch da drüben. Möchte ich mich schnell darüber schleichen? Ich möchte. Ja, ich glaube, das haben wir hier wieder hervorragend verkackt. Der entdeckt mich jetzt aber nicht, oder? Mit unserer mit unserem Ziel hier geschickt durchs Level zu kommen. Wie war das noch? Wo war das hier? Ohne entdeckt zu werden. Ah, ich bin offensichtlich noch nicht beim Turm. Okay. Na gut. So. Boah, was war denn das gerade? So, jetzt möchte ich mir mal kurz was gucken. Also durchfallen lassen kann ich sie. Und ich selber kann auch durch. Okay. So. Da habe ich vorhin nochmal zwei Punkte gekriegt, obwohl einer drin war. Tauschen wir die einfach untereinander aus. Das macht zwar keinen Sinn, aber okay. Abgesehen davon, dass wir Punkte kriegen.
sieht's denn um den Punktestand aus? Wir sind jetzt bei knapp 5000. Naja, die Hälfte der Hälfte sozusagen. Jetzt gucken wir noch mal. Ob hier hinten noch einer ist. Und ich weiß immer noch. Ach, da ist die. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dem Raben hier auf sich hat. Ah, guck mal, ich kann mich abrollen. Zumindest hat das vorhin gemacht. Und was ich aus der letzten Folge aber auch weiß, ich kann hochrennen. So, hier hinten war keiner mehr, oder? Hier hinten war keiner mehr. Und jetzt natürlich hier. Wo ist denn mein 1-Minuten-Ding? Ich gehe davon aus. Ach, das habe ich schon geschafft, okay. Das merkt es sich. Okay, da geht's weiter. Jetzt schleiche ich durch den Komplex, ja. Das haben wir vorhin schon gesagt bekommen, ich möchte nur noch mal. Ah, da kann ich nicht durch. Ich möchte. Ist das da hinten eine Person? Tatsächlich. Ich möchte noch gucken, ob hier etwas zu finden ist. Na? War das jetzt ein Fehler meinerseits oder geht es einfach nicht? Geht offenbar nicht. Das ist eine interessante Konstruktion. Wenn da oben noch jemand wohnt, dann gebe ich zu, dass ich damit nicht gerechnet hätte. So. Wie wir hier eine Menge Staub aufwirbeln. Und mit dem kann ich nichts mehr machen, ja? Nein. So. Jetzt aber auf. Und ab und davon. Sag mal, sind. Ah, jetzt, okay, jetzt weiß ich. Ich habe gerade das Ladesymbol, vielmehr das Speichersymbol gesehen. Das sind offenbar die Checkpoints. Ah, was haben wir hier? Geräuschentwickler. Ja, Dynamit ist laut. Ein kleiner Knallkörper, der die Aufmerksamkeit aller in der Nähe erregt. Ich bin auch schon ganz erregt. Remember. If a guard is blocking your way, you can try to distract him. Jetzt möchte ich mal hier gerne wissen. Okay, mit den Zahlen wechsle ich durch. Alles klar. Reichweite. Ich nehme an, ich sollte diese hier jetzt mal nutzen, nicht wahr? Alles klar, ich werfe sie auf ihn. Nein, natürlich nicht, Mensch. Lass los. Was? Nur Ziele innerhalb der Reichweite. Ach so, okay. Ja, ist klar. Das ist korrekt. Du hast gerade eben den ersten Preis gewonnen, freu dich. Ich hätte es natürlich auch so machen können. Oh, nein, pardon, so. Nein, 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 die Lampen. Nein, 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 nein. Wo willst du hin? So frustrierend. Warum bin ich nicht fähiger in allem, was nötig ist, um das hier zu vermeiden? Ich glaube, die haben alle ihre, also die Lampen da vorne. Komm hoch. Ja, hoch. Die Lampen da vorne, die haben, glaube ich, alle ein Gitter gehabt zum Schutz.
kann das sein? Sorry, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, aber das lasse ich jetzt nicht auf mich sitzen. Also meine eigene Unfähigkeit, irgendwann muss ich einfach mal was dagegen machen. Und es dauert ja auch jetzt nicht sehr lange. Na, du sollst da runter, Junge. Da rein sollst du, genau. Ich glaube, da waren keine Lampen mehr, oder? Ja, okay. Oh, ist das nervig. Also gut. Beim nächsten Mal lasse ich es dann. Dann nehme ich es in Kauf. Ich meine, was ist denn das für ein Ninja, der auf sowas Wert legt? Bitteschön. Nein, runter, bitte. Ja, genau. Also, Lampen nicht vergessen, das hier haben wir. Und ohne entdeckt zu werden. Tja, im Körper fähig, im Geiste nicht. Okay, da kommen wir offensichtlich nicht weiter. Dann haben wir da einen Durchgang und da einen Durchgang. Die scheinen in die gleiche Richtung zu führen. Mhm. Dann müssen wir da wohl offenbar weiter. Springe und V dann gedrückt halten. Springe und V dann gedrückt halten, ja. Mache ich. Ich springe und halte V gedrückt. Es passiert nichts. Ich werde da wohl nicht so durchlaufen können, ne? Aber ich sehe hier. Du meinst wohl eher hier Steuerung gedrückt halten, ne? V. V ist springen. Gut, das kann jedem mal passieren. Auch mir. Bei mir ist es Regelfall. So, da haben wir offenbar. Okay, wir wissen, was zu tun. Ach, da unten ist auch noch einer. Okay, und zack, und zack. Und zack, und zack. Und fliegt. Das war aber reichlich knapp. Super. Das hat ja ganz gut geklappt. Die Dampftunnels. Heißt es nicht Tunneln? Oder Tunnels? Was sind die Mehrzahl von Tunnel? Tapp, tapp. Oh, 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 oh. So, den haben wir erledigt. Und unsere Mission ist nicht gefährdet. Wunderbar, wir sind noch nicht am Turm. Ja klar, hier, das Scheppern der Lampen macht Lärm. Ich dachte, ich würde es schnell genug schaffen, mich wieder zu verstecken. Aber Moment. Den hier möchten wir ja auch noch hier rein. Nein. Nein. Wo kann ich dich jetzt verstecken?
Ah, genau. Da hinten scheint es mir doch einen Durchgang zu haben, genau. Dann nehmen wir dich mit. Ah, da hätte ich mich einhaken können. Alles klar. Möglicherweise muss ich mich hier Etappe für Etappe durchhuschen. Ich gucke nur noch mal, was da oben ist. Denn das ist ja auch ein Durchgang. Der uns tatsächlich zu einem Achievement führt. Schicksalsraum, Bewegung zieht die Blicke auf sich. Okay, das ist offenbar ein extra Level. Ich nehme mal an, über diese Taste hier oder über den Schalter oder was es ist, komme ich. Oh nein. Da komme ich offenbar wieder zurück. Okay. Was haben wir dann hier? Ist es ein Timer oder so? Für so ein extra Level? Naja, wir werden es rausfinden. Okay. Bewegung zieht die Blicke auf sich. Okay. Also einen Timer sehe ich zumindest schon mal nicht. Was ist das hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde es halt schon gerne wissen. Ah, oh, das war so klar. Okay, jetzt dachte ich, die Links gehen auch schon an. Sieh an. Ich bräuchte ein Gewicht. Okay, hier haben wir das Gewicht. Ich erlaube mir, die doch mal auszumachen. Da darf ich nicht so hoch springen. Okay. Et voilà. Macht denn der Schalter nochmal? Macht er da irgendwas oben oder macht er nur die Lichter? Ja, die Laser aus, meine Güte, stell dich doch nicht so an. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den jetzt wieder aktivieren muss. Ja, schieben. Schieben. Nee, muss ich offensichtlich nicht. Okay, ich dachte, da tut sich noch irgendwas oben auf. Wenn man schon unten ist, kann man es ja gleich ausprobieren. Oder habe ich es jetzt einfach nur nicht gesehen? Der muss das hier doch ausmachen, sonst komme ich da noch nicht weiter.
So, jetzt hier nochmal auf den da oben achten. Okay, macht er aus. Ja. Okay, dann habe ich es noch nicht gesehen. Tja. Na? Runter. Dich kann ich rüberschieben. Ich muss ja anmerken, ich bin im Rätsel nicht sehr gut. Da fehlt mir alles die Geduld. Glücklicherweise habe ich hier jetzt schon die Lösung. So, nicht zu weit schieben. Okay, jetzt muss ich da nur noch hochkommen. Kann ich mich an der Decke entlang hangeln? Oh, tatsächlich. Ah, jetzt geht's. Offenbar, wenn so Griffe da sind. Okay. Na, hoch. Und wir haben... Let me tell you the stories of the birth of the mighty Hisumu clan from the time of our first and greatest master, Tetsuji. I tremble before Tetsuji, greatest ninja of clan Hisumu. Ja, ist eine kurze Story. Aber das ist ja ganz nett, dass man hier solche Special-Dinger hat. So, dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir noch unseren Freund von vorhin. Wunderbar. Und die Lichter nicht vergessen, wenn wieder welche da sind. Okay, also der obere bewegt sich. Der untere nicht. Der hat eine Treppe. Alles klar. Dann wollen wir mal. So, jetzt rein. Um schnell und leise zwischen den Verstecken zu wechseln. Das musst du mir jetzt nicht nochmal sagen. Das hättest du mir früher sagen müssen. Deutlich früher. Aber ich möchte ja nicht so sein. Ich möchte ja nicht so sein. Ich hätte allen Grund dazu, ja, aber ich möchte nicht so sein. Ninjas, das kann man sich schon mal merken. Oh, Junge, die gehen keine Treppen hoch. Ninjas klettern an Wänden. Selbst dann, wenn man die Möglichkeit dazu hätte. Sie klettern an Wänden. Wie ich euch verstecke. Das möchte ich mal gerne wissen. Denn das gibt immerhin, ich glaube, 250 Punkte. Du bist auch eine Krücke, ne? Wie ich. Ja, ich warte immer noch. Oh, jetzt dachte ich mir, geschickterweise drücke ich mal nur V ohne Richtungsangabe, damit er nicht von der Wand weghüpft. Und genau das macht er. Genau das macht er. So, kriege ich dich da irgendwie oben rein? Nein.
Weiß nicht, ob ich das jetzt witzig finde. Okay, da kommen wir nicht hoch. Tja, die kriege ich offensichtlich nicht versteckt, oder? Ist da unten noch ein Gang? Nein. Es sei denn, ich kriege diese Laser aus, ne? Auf die Distanz schlägt ein Ninja nie mit dem Schwert. Er nutzt seine Bambuswurfmesser. So, jetzt gucke ich gerade mal, ob ich da hinten eine gute Möglichkeit habe zum Verstecken. Tatsächlich nicht runter, nicht hoch. Runter soll's. Und der erste bricht sich alles beim Runterfallen. Und er landet auf der Treppe. Ja, also ich schleppe tote Körper durch die Gegend. Das ist mein Beruf. Das habe ich gelernt bei Meister Tetsuji. Er hat mir auch diesen Auftrag zukommen lassen. Ich gebe große Acht auf die Erledigung meiner Arbeit. Mit großer Sorgfalt ziehe ich die Körper durch die Landschaft. Stets gebückt, wohlgemerkt. Gestreckt ging mir das nicht, ich spreche aus Erfahrung. Und der zweite ist auch erledigt. So, jetzt bin ich nochmal gespannt, wo uns unser Weg weiter hinführt. Ah ja, ein Artefakt. Ja, ich habe meine Arbeit gut erledigt. So. Da haben wir einen weiteren Checkpoint. Blackout im Gange. Und ich kann jetzt nicht da hoch, ja? Du gehst da hoch und ich nicht. Begib dich in den Sicherheitsturm. So, jetzt wird's hier wichtig, dass ich mich nicht sehen lasse. Und wir haben hier den nächsten Checkpoint. Gucken wir doch gerade mal, wie wir da hochkommen. Offenbar nicht. Was ich noch ausprobieren will, aus einer größeren Distanz, rollt er sich dann ab? Tatsächlich. Okay. The blackout is working. While the guards fuss over that, we can slip right by them. Alles klar. Okay. Tja, Leute, es ist wieder an der Zeit, hier einen Cut zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, ob uns das gelingt, unbemerkt in den Turm zu kommen. Unser Punktestand ist ja schon mal zufriedenstellend, wie es aussieht. Und bisher scheint soweit alles geklappt zu haben. Außer die kurze Stelle da vorne mit dem Generator, aber da gibt ihr mir recht, ne? Also die haben mir den Hinweis zu früh gegeben. Und ich Depp raff's natürlich nicht und renne einfach in die gegnerische Meute rein. Ja, egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte meinen Spaß auch dabei. Und hoffe, dass wir uns wiedersehen, wenn es heißt Game Inc. durchgenudelt, Mark of the Ninja.